Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Business ganz einfach, die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Dinge in der Geschäftswelt erklären. Vorab, wenn euch diese Art Videos gefallen und sie euch was bringen und euch vielleicht weiterhelfen im Leben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, teilt es mit euren Freunden und lasst ein Abo da für den Kanal, damit dieser Kanal weiterhin wachsen kann. Heute geht es um das Thema, wieder ein bisschen Motivation anstatt einem Tipp. Vielleicht aber gut, Tipp und Motivation kann ja auch ein Tipp sein. Aber wie geht man mit schlechten Tagen um? Jeder hat mal schlechte Tage, aber wie wir damit umgehen, definiert am Ende des Tages, was wir daraus machen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau. Also ich sag mal, dieses Thema wird man letzten Endes immer haben. Also man hat man auch so normal, dass man mal einen miesen Tag hat und das hat man auch in der Geschäftswelt und letzten Endes sind die Tipps die gleichen, wie man sie privat auch macht. Also ich kann immer nur versuchen, sich abzulenken, wenn der Tag jetzt wirklich scheiße war. Natürlich kann man einmal auch reflektieren, was war scheiße, was kann ich vielleicht versuchen zu verbessern. Habe ich Fehler gemacht? Muss ich vielleicht das nächste Mal was ändern? Ich bin zum Beispiel ein Typ, wenn ich joggen gehe, dann kann ich abschalten, dann denke ich über viele Dinge nach. Das hilft mir zum Beispiel, sich auspowern. Ein anderer macht vielleicht Yoga oder macht Meditation oder was weiß ich. Also das sind so die Punkte, die man dann letzten Endes machen kann und auch machen sollte. Weil man muss, ich sage immer, ich gebe immer so das Beispiel, wenn man irgendwo angestellt ist und man pflastert einen Hof, sage ich jetzt mal, oder man ist bei einer Firma und pflastert, dann macht man die Arbeit, dann ist man abends müde, da ist man kaputt, dann fällt man ins Bett, ist aber am nächsten Morgen ausgeruht und kann wieder aufstehen. Wenn ich selbstständig bin, ist es ein bisschen anders. Das heißt, ich bin müde, aber nicht vielleicht nicht so sehr körperlich, ich bin geistig müde, weil mich viele Dinge belasten und mich fertig machen. Und wenn ich mich dann ins Bett lege, dann kann ich nicht schlafen. Das heißt, ich kann mich nicht regenerieren, ich kann mich auch nicht erholen. Und da muss man eben einen Weg finden, wie man damit klarkommt. Und eine Möglichkeit ist, dass man eben Sport macht, dass man nachher so müde ist, dass man eben dann schlafen kann und dann am nächsten Tag dann ausgeruht ist. Aber das ist eben wirklich schwierig. Und ich sag mal, es gibt welche, die hauen sich dann jeden Abend ein Bier rein, dass sie schlafen können, wo ich dann immer sage, genau eine Möglichkeit, aber wäre ich jetzt vielleicht eher weniger der Typ für, weil nachher wäre ich Alkoholiker. Also auch keine gute Lösung. Aber ich sag mal, generell denke ich mal, hilft es immer irgendwie, sich auszupowern. Vielleicht hilft es auch, ich sag mal, ich bin auch ein Typ, wenn mich was wirklich ankotzt oder anpisst, dann explodiere ich auch mal. Das muss man auch machen, sollte man auch tun. Man sollte den Ärger auf gar keinen Fall auch runterschlucken. Ja, man sollte sich nicht in sich reinfressen lassen. Nee, weil das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man tun kann. Gut, man sollte sich jetzt nicht an eine Familie auslassen, aber man sollte sich irgendwie eine Möglichkeit finden, sollte man Kampfsport machen oder irgendwas, wo man oder Boxen oder wo man sich abreagieren kann. Ich denke mal, auch das hilft. Ich sage immer, am wichtigsten ist es, dass man, wenn man so einen Scheißtag hatte, dann auch wirklich mal früher ins Bett gehen. Wirklich einfach den Tag einfach beenden. Tag wirklich vorzeitig beenden, mal früher ins Bett gehen, dann ist man nämlich am nächsten Tag auch ausgeruht, man ist fit und man kann die Sachen dann wieder neu anpacken. Und manchmal ist es wirklich so, das muss man auch sagen, manchmal ist es auch so, dass sich die Probleme von selbst lösen. Also manche Probleme muss man vielleicht auch mal ein bisschen aussitzen oder muss man auch mal ein bisschen abwarten, auch das gibt's. Und ich sage immer, dieser alte Spruch, morgen sieht die Welt ganz anders aus, ist wirklich häufig auch so in der Geschäftswelt. Ja. Also für mich die schlimmste Zeit wirklich, und das war wirklich damals das Thema mit der Steuerfahndung, weil das war wirklich so eine Zeit, wo man wirklich, das war echt krass. Und da ist es auch wirklich so, dann hat man das irgendwie ein bisschen verdrängt und dann kam der nächste Brief oder es kam dann wieder irgendwas und dann hat es einen wieder runtergezogen. Also das war schon hart und das war schon schwierig, so eine Zeit dann zu überstehen. Aber ich sag mal so, die normalen Alltagsprobleme, die man in der Geschäftswelt hat, die belasten einen schon auch mal ein paar Tage länger, aber da muss man eben auch gucken und manchmal ist es eben auch wieder so, dass irgendwo ein Lichtlein herkommt und ein Sonnenschein kommt, wo man dann sagen kann, okay, dann
geht es wieder weiter. Und dann muss man, wenn es dann einem auch, da muss man auch dann wirklich mit zwei Füßen draufspringen. Und da muss man auch dann zusehen, dass man diesen positiven Schwung, sage ich immer, ja, dass man den auch mitnimmt. Ja? Und da muss man dann auch wirklich voll reinhauen und dann muss man auch wieder weitermachen und dann bis dann der Nächste einem die Beine wegtritt, das ist nun mal leider so. Aber so da ist muss es man, als Selbstständiger. Da muss man, da gibt es den Winston Churchill, glaube ich, der hat mal so einen Spruch gemacht, der Unternehmer, alle sehen nur den Hund, den man schlagen muss oder der geschlagen gehört und keiner sieht ihn, dem Unternehmer, denjenigen, der die Karre aus dem Dreck zieht, weil ja, genauso ist es letzten Endes, also man sagt immer, du Unternehmer, das sind die, die alle, ne, abziehen und machen und tun, aber letzten Endes sind es die, die das Ganze hier am Laufen halten und ja, das ist so. Und wenn man sich das eben macht und sich dessen auch bewusst ist, dann muss man eben auch Wege finden, wie man sich selbst eben motivieren kann, das ja, ist einfach so. Also Leute, es ist ein wichtiges Thema, weil gerade wenn ihr selbstständig werden wollt oder es seid, dann wisst ihr das schon, dass man wirklich oft auch Probleme hat und das Wichtigste ist halt, was ich auch jetzt hier raus so verstanden habe, ist einfach niemals aufzugeben und immer weiterzumachen und eben auch mal zu sagen, ja, heute ist scheiße, jetzt beende ich diesen Tag und morgen starte ich wieder voll durch. Man kennt es ja auch, weißt du, ich weiß immer noch damals in der Schule mit Mathematik, wenn du an einem Tag konntest du eine Aufgabe nicht lösen, hast du gesagt, ich mach's morgen und morgen hatte man wieder einen neuen Denkansatz, man ja, war wieder ein bisschen frischer und dann konnte man das lösen und genauso ja, ist das hier am Ende des Tages auch. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr was daraus gelernt habt, dann teilt es doch bitte mit euren Freunden. Lasst uns ein Abo da für den Kanal, liked das Video. Und wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet über dieses Thema oder irgendein anderes Thema, stellt sie uns gerne in den Kommentaren oder schreibt mir auf Instagram. Wir beantworten sie entweder dort oder wir machen ein separates Video daraus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. That's why I'm like FDR for sign. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up.